Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte jetzt auch meine letzten beiden Redebeiträge zu dem Thema verweisen, nicht so lange her, aber da wir auch Besucher hier haben und vielleicht nicht jeder immer die Debatten verfolgt, will ich gerne nochmal unsere Argumente auf den Tisch legen. Und Herr Professor Weber, ich sage es für uns ganz deutlich, weil wir nicht sagen, wir prüfen und so, sondern wir sagen ganz klar und deutlich, dass wir das sehr, sehr kritisch sehen und deswegen da eher distanziert sind bei dem Thema. Und ich glaube, Kollege Ritter, wenn Sie uns vorwerfen, keine neuen Argumente zu bringen, ich habe von Ihnen auch kein einziges hier in der Debatte gehört und ich weiß auch nicht, welche Erhellung dort noch ein Ausschuss gebracht hätte. Denn am Ende des Tages geht es doch um einen entscheidenden Punkt. Politik ist immer ein Mandat auf Zeit. Hier ist keiner für sein Lebenszeit gewählt. Und es gibt eine Zeit vor dem Parlament oder vor dem Regierungsamt und eine Zeit danach. Und es wird immer wieder betont, wir wollen weniger Berufspolitiker sozusagen, die ihr ganzes Leben nichts anderes machen. Wir wollen auch mal Seiteneinsteiger eine Chance geben. Und da finde ich einfach das ganz schwierig an der Stelle, wenn man hier bestimmte Personen dann an der Stelle hier blockiert an der Stelle. Und ich bleibe dabei. Wir wollen, dass es einen Wechsel gibt, dass Leute aus der Wirtschaft, aus dem Handwerk hier ins Parlament kommen, auch die Möglichkeit haben, hier in die Regierung einzutreten. Und ich möchte auch, dass diejenigen dann, wenn das Mandat, wenn das Amt vorbei ist, dann auch wieder zurückwechseln können an der Stelle. Und deswegen brauche ich jetzt nicht gucken, was im Bund, was woanders gemacht wird. Es geht hier konkret um die Situation in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich glaube, bis auf einen Fall, der öffentlich diskutiert wurde, ist mir aus fast 30 Jahren Mecklenburg-Vorpommern noch kein Fall bekannt, wo es ja an der Stelle irgendwo einen Regelungsbedarf gegeben hätte. Deswegen, das gehört ja auch mal zur historischen Wahrheit dazu. Und das sozusagen auch immer sozusagen ein Gleichheitszeichen auch zur Beamtentätigkeit zu ziehen, ist aus meiner Sicht inhaltlich auch verkehrt. Denn Beamten, ja, so war ja Ihre Ursprungsargumentation in den ersten Anträgen dazu. Haben Sie immer auf die Regelungen im Beamtengesetz hingewiesen? Ja, kann ich Ihnen raus, ja, aber in Ihren ersten Stellungnahmen dazu, in Ihren ersten Anträgen dazu, haben Sie das so gesagt. Und Beamtentätigkeit ist auf ein ganzes Berufsleben ausgelegt und die Amtszeit eines Ministers nur auf eine Wahlperiode. Und ich bleibe bei meiner Kritik und habe das ja auch bei den letzten beiden Malen an Beispielen unterlegt und wiederhole das gerne an der Stelle, denn wiederholen festigt ja bekanntlich. Ich finde es im hohen Maße ungerecht. Und ich habe es ja an zwei Beispielen festgemacht. Der eine kommt sogar aus unserer Partei, der andere war bei der SPD-Bildungsminister. Das geschätzte ehemalige Kollegen, die Hochschulprofessoren waren Schulleiter, die Bildungsminister hier waren einige Jahre, die können sofort nahtlos wieder zurückkehren in ihren Beruf. Und wenn man sich jetzt mal andere fiktive Beispiele überlegt, ein Landwirt, der vielleicht Landwirtschaftsminister ist oder ein Unternehmer, der Wirtschaftsminister ist, für den bauen wir dann Hürden auf. Glauben Sie ernsthaft, dass sich irgendjemand aus dem Bereich bereit erklären würde, ein Ministeramt zu übernehmen, wenn der weiß, da gibt es nachher eine Karenzregelung, das heißt, ich muss nicht nur 5 Jahre mein Unternehmen vielleicht verlassen, sondern darf danach eine Weile nicht mal in mein Unternehmen zurückkehren. Wie Sie da die Grenzen ziehen wollen, das ist mir weiterhin unklar, weil im Endeffekt können Sie das dann fast bei jedem Bereich machen. Das lässt sich durch alle Ministerien dann am Ende des Tages ziehen. Und dann kommen wir in der Tat irgendwann in Richtung eines Berufsverbots. Und deswegen bleiben wir hier bei unserer ablehnenden Haltung an der Stelle. Und deswegen, glaube ich, hat es der Ausschussberatung auch nicht bedurft, weil die Argumente liegen auf dem Tisch. Das kann man jetzt so sehen wie Sie, kann man auch so sehen, wie wir das sehen. Und von daher bleiben wir auch hier heute bei der Ablehnung Ihres Gesetzesantrags. Herzlichen Dank.